Da drüben sitzt wieder ein. Jui. Henma, Buschei, Heitangma. Schnell. So, gehen wir da mal schnell was essen. Eins haben sie zusammen. Ah. Ein Pi Life Sort, dein Mein Cup? Nein, Cup. Kopf und Cup. So, musst du noch schnell Hände desinfizieren. Auch gut, schon mal. Ah, okay. ไก่ย่างขึ้นตัวเท่าไหร่คะมีครับพี่แต่ตัวละ80 บาทครับพี่อ๋อไก่ย่างขึ้นตัวนะอือฮึเผ็ดได้มั้ยคะเผ็ดน้อยครับแล้วปลาร้านี่เผ็ดได้มั้ยหรือว่าเอาน้อยทั้งคู่เลยปลาร้าได้ค่ะปลาร้าของที่ทานเองเนาะเดี๋ยวจะเอาส้มตำ ข้าวโพด 1 เผ็ดน้อยอันนี้เป็นตำไทยไหมคะหรือว่าเป็นอะไรขอใส่ปลาดีกว่าค่ะใส่ปลาผมชอบปลาโอ้ข้าวโพด The original name the stink fish sauce Yui ปลาชื่ออะไร sauce ปลาอ่าฮะปลาไง sauce ปลา sauce man ชื่อนามปลาอ๋อชื่ออะไรนามปลาใช่นามปลาใช่อ๋อนามปลาทางทะเลพี่อยากเล่นมากเลยเสิร์ฟมือ Es könnte ich sein, wenn ich Thailänder wäre, hä? Geil. Der ist da so ein Tom. Aha, okay. Mein Vorbild. So. Oh, das Hühnchen schaut heute sehr lecker aus. Letztes Mal, als ich auch ein Hühnchen gehabt habe, so ein halbes, war es ja sehr, sehr trocken, konnte ich kaum essen. Das schaut ein bisschen saftiger aus heute. Mit viel Knoblauch. Schau mal da, das viele überall getrockneter Knoblauch. Dann haben wir hier einen Maissalat. Einen Som Tam Mais. Und klebriger Reis, Sticky Rice. Salat ist gut, hat noch ein bisschen Wurst drin. Also dieses Hühnchen hier ist sensationell. Auf sowas habe ich jetzt schon länger wieder gewartet. Das letzte, ich liebe Gaiyan, ich liebe Hühnchen. Aber das letzte, das war so trocken, das ist mir fast im Hals stecken geblieben. Aber dieses so richtig, richtig schön saftig. Da kommt noch mehr. Aha, da kommen noch meine Hühnerflügel. No, ist okay. Mein Hacker. Schaut gut aus. Dann noch der
dünner Fuß. Da knabbert vielleicht Jui noch dran rum. Ja. Etwa gleiche Größe wie ihre Hand. Speziell, he? Speziell sieht man auch nicht überall. Gibt es das in Europa auch, einen Hühnerfuß auf dem Teller? Was ist denn das für ein Hühnchen? Hä? Frauchen gibt mir da irgendwie so ein angeknabbertes Hühnchen auf dem Teller. Was soll denn das? Und nimmt sich ein neues raus. Was ist denn das für eine Unverschämtheit? You are my bok-bok. Hä? You are my bok-bok. Bok-bok. Geht aufs Haus. Fans aus Thailand. Könnt ihr euch noch erinnern an die Mangos? Vor ein paar Tagen war ich doch vor dem Supermarkt. Saß dort auf dem Boden, draußen, also so auf dem Boden, war so eine kleine Stufe. Und hinter mir waren Mädels im Supermarkt, die haben geschaut und gewunken. Wo bist du? Ich habe gerade erst reingeschaut. Ja, ich bin jetzt da noch in Hua Hin, bei einem kleinen Isan-Restaurant, das wir jetzt gerade auf der Vorbeifahrt hier, also Yui hat es entdeckt. Und da haben wir jetzt schnell angehalten, weil wir so ein Schild gesehen haben, Isan Food Gaiyang. Und es ist, also das Hühnchen ist echt lecker hier. So, da noch zum Abschluss der letzte Streamer. Ei, was für ein Traumberuf, Streamer. He? Schau, der sitzt da irgendwo in einem Reisfeld und isst Hühnchensuppe. Ei, so gut wie er möchte ich es auch mal haben. He? Schau mal, alles schön grün, du. Und er heißt Hagner. So hat es angefangen, ne? Aha. Ja, ich glaube, ich muss auch mal schauen, ob ich in Thailand mehr Erfolg habe. Auf Thailändisch irgendwie ins Reisfeld sitzen und auf Thailändisch streamen. So. Jo, gutes Restaurant hier, vor allem für Hühnchen, Hähnchen, wie auch immer. Sehr, sehr lecker. Chai, Aishoa. Mal schön schauen da draußen, wo das ist. Da ist doch die Chefin da. Kopf und Kap, Aloy Mak, Kap. Okay, dann hat er mein Kap. So heißt das hier. Und das ist die Soi 68. Aha. Soi 68 in Hua Hin.